Hallo und herzlich willkommen hier zum Rennen in Italien, in Monza hier. Wir setzen uns ins Auto und schauen einmal direkt auf den Rennmonitor. Und wir sehen, ich starte hier auf Platz 1, Viertel auf 12. Unser Ziel ist es, wir müssen auf Platz 1 landen. Okay. Und man setzt hohe Erwartungen darin, dass wir das auch halten. Dass wir das auch halten können. Okay, hier mal die Rennstrategie. Also wir starten auf dem Option und dann zweimal auf Prime. Echt? Okay. Dann machen wir Option Prime Prime und ich schau mal, ob wir die dann nicht doch noch verändern können. Müsste man dann sehen. Okay, ich würde sagen, wir gehen auf die Strecke. Also ich versuche mit den Reifen länger zu fahren. Und wenn das klappt, dann rechne ich im Rennen wie wild rum, ob ich denn nochmal Option fahren kann. Merken, Option ist der bessere Reifen. Das muss ich mir unbedingt merken, weil das hatten wir in dieser Saison auch schon. Zweimal. Einmal ist schief gegangen, einmal ist gut gegangen. Das will ich eigentlich nicht nochmal erleben. Ja, gut, da sind wir auf Position 1. Dann auf Position 3 unser Rivale Nico Rosberg und Sebastian Vettel auf Platz 12. Okay. Genau, das ist ja noch die Besonderheit hier. Wir sind natürlich Ferrari und deshalb ist das Italienrennen natürlich unser Teamheim-Grand Prix. Kommen hier ganz okay weg, wobei hier da neben uns... Er kommt besser weg, er hat halt ein schnelleres Auto. Okay. Ja, da musste ich leider ein bisschen ausweichen. Gut, ich habe mich natürlich auch ein bisschen verbremst, aber sonst wäre ich da irgendwie ins Auto gefahren. Das wäre natürlich schlecht. Aber so sind wir Erster geblieben. Sehr gut. Es war ja auch kein richtiges Abkürzen, wurde uns ja auch nicht angezeigt, denn wir haben dafür mehr Zeit verloren, als wir gewonnen haben. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen verzerrt, dass da 1,5 Sekunden steht. Das wird sich gleich nochmal ändern. Denn die werden sicherlich nochmal näher rankommen im Rennen. Aber in den ersten Kurven sind sie immer nicht so stark. Aber es gab keinen großen Startcrash, das ist ja schon mal positiv. Wobei das auch natürlich ganz witzig wäre. Also das muss ich sagen, wenn mal so ein Start-Safety-Car käme, das fände ich cool. Also nach einem Start direkt Safety-Car. Aber ist nicht. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Rennen jetzt mal beenden, weil es war so, die letzten Rennen, dass gar nicht so viele ausgefallen sind. Trotz dieser Realistic Damage Mod, die eigentlich dazu führt, dass schon relativ viel Unfälle auch fatale Folgen haben. Aber gut. Extra früh gebremst, damit wir diese Kurve auch vernünftig bekommen. Hat nicht so geklappt. Mit dem Kurve bekommen. Ah, die schleichen auch ziemlich durch die Kurven, haben wir da gerade im Rückspiegel schön gesehen. Das ist auch nicht so gut, aber sie fahren natürlich dann nicht von der Strecke ab. Es ist ganz schön dunkel, also man muss das ja mal sagen. Ganz schön bewölkt hier in Italien, kein sonniges Italienwetter. Wow, was ist nur los? Irgendwas war da mit meinen Reifen ganz merkwürdig und völlig geschlittert. Jetzt ist hier Hamilton direkt wieder an uns dran. Sollte nicht über Italiens Wetter lästern. Scheint es mir zu verübeln. Ja, jetzt ist nämlich hier der Hamilton direkt hinter uns und hat auch... Ne, es gibt glaube ich noch kein DRS. Ja, unsere Reifen sind zu kalt, genau. Das merkt man. Warum? Das liegt glaube ich an diesem bewölkten Wetter. Aber es sollte nicht regnen. Das wurde ja eindeutig gesagt. 0%. Und jetzt ab jetzt gibt es DRS. Das heißt, ich werde diese Runde ziemliche Probleme bekommen. Komme ich jetzt schon? Rosberg mit der schnellsten Rennrunde.
Und im Qualifying war alles noch so süß. Mit 1,5 Sekunden Abstand sind die da hinter mir hergefahren, ganz lieb. Und jetzt? Machen wir hier richtig Druck. Oh. Was war das denn? Ich verstehe das nicht. Was ist da los? Wie fährt sich das ganz merkwürdig heute? Aber das, braucht jetzt mal gerade eine Rückblende. Gut, ich bin da über den Curb gekommen. Das habe ich verstanden, dass das deshalb gerutscht ist. Aber so stark? Irgendwas ist ganz merkwürdig. Irgendwie fährt sich das ganz, ganz merkwürdig heute. Oder was heißt heute? Hier im Rennen. Ich habe ja das Qualifying direkt hier vor aufgenommen. Da war ja alles ganz anders. Da fuhr der Wagen irgendwie wesentlich stabiler. Naja. Wir werden damit schon zurechtkommen irgendwie. Jetzt geht's ja auch. Jetzt haben wir den Abstand gewonnen. Wir sind auf einem absoluten Bestzeitkurs. Gut, mit Rückblende darf man nicht vergessen. Ein bisschen geschummelt, aber... Das verzeiht ihr mir hoffentlich. Hamilton kommt in den nächsten Runden rein. Interessant. Das war ganz gut mit der Kurve. Die haben wir ganz gut nehmen können. Das lief einigermaßen gut. Sehr schön. Ich bin jetzt ein bisschen paranoid bei dieser Kurvenkombination da. Okay, so. Aber wir sind jetzt weit, weit weg von den anderen. Also, was heißt weit weg? Aber so weit, dass es definitiv kein DRS gibt. Und auf den Geraden sind sie auch schon nicht mehr im Bild auf der Minimap. Ist doch schon mal ganz gut. Das war Corner Cutting, das ist ja interessant. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit zwei Reifen noch auf der Strecke war. Und das ist ja das Entscheidende. Aber gut, ich will mich mal nicht beschweren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu oft Corner Cutting bekomme und dann ist alles okay. Nochmal schnellste Runde. Ich bin auch mal gespannt, wie er sich jetzt mit der Reifenstrategie so auswirkt, weil wir sollen ja zweimal auf Hard wechseln. Laut unserer Strategie. Weil das nicht mehr passt mit den Weichen. Und ich bin ja die Harten noch gar nicht hier gefahren auf dieser Strecke. Mal erstmal schauen und zwar instant, wie gut die sind. Und ob die nicht noch ein bisschen länger halten als geplant ist, weil man will natürlich schon lieber auf den Weichen fahren. Und wenn ich in diesem Stint und im nächsten Stint eine Runde sparen können, irgendwie. Muss ich mir gerade die Nase kratzen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Führt dann zu Fehlern. Wenn wir da jeweils eine Runde sparen können vielleicht, also eine länger draußen bleiben als geplant, dann sollte das möglich sein, eigentlich, mit den Weichen. Und normalerweise fährt man halt mit den Weichen wesentlich schneller. Aber unsere Reifen sind hier schon nicht mehr so gut. Und es sind noch 3 Runden zu fahren. Also ich nehme an, das ist nicht möglich. Ja, meine Reifen sind zu kalt. Ich verstehe es nicht. Muss wirklich an diesen äußeren Bedingungen hier liegen. Und da werde ich natürlich als männlicher Spieler deutlich mehr mit zu kämpfen haben als die KI. Die ja dann doch immer nur auf ihrem Gummiband fährt. Aber Gummiband ist falsch. Ist ja kein Gummiband-KI, glaube ich, hier, sondern... Aber ich meine, auf Schienen quasi fährt, auf ihrer Ideallinie und dann nur ausschert, wenn sie überholen wollen. Sind 1 Sekunde schneller als Hamilton. Das ist gut. Oh. Und der hinter uns, also Hamilton, fährt jetzt mit voller Drehzahl. Will uns also einholen, so wie es ausschaut.
Aber wir vergrößern kontinuierlich unseren Abstand. Und das gefällt mir doch sehr gut. Also das Einzige, was ich an dieser Strecke ein bisschen schade finde, ist, dass sie landschaftlich... Naja, also dieser Teil ist ganz nett. Mit den Bäumen und dann hier unter der Brücke her. Aber sonst ist sie landschaftlich doch relativ eintönig. Aber gut. Es geht ja auch um das Fahrerische hier. Und das ist eigentlich ganz interessant mit diesen langen Geraden. Wobei sie auch relativ einfach zu fahren ist, würde ich mal behaupten, im Vergleich zu anderen Strecken. Auch im Vergleich zu anderen richtigen Rennstrecken, jetzt mal die Stadtkurse ausgenommen, die ja sowieso ziemlich schwer zu fahren sind. Wie Barcelona oder so, wo jetzt die Formel 1 an diesem Wochenende wirklich fährt, ist das schon deutlich anspruchsvoller, was das angeht. Ja, unsere Reifen sind zu kalt. Man könnte natürlich jetzt die Bremsbalance umstellen, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich hilft. Und wenn ich das mache, dann muss ich natürlich völlig neue Bremspunkte finden. Und das will ich dann nicht machen. Oder vielleicht liegt es am Setup, was ich da jetzt gewählt habe, aber im Qualifying war es nicht so. Das liegt auf jeden Fall, hat dieses Wetter damit zu tun. Tja, was weiß ich. Für Tippen, naja, wir sind in Italien, sagen wir mal 15 Grad Außentemperatur und riesig oder bewölkt, stark bewölkt ist es. Riesig ist es ja nicht. Was ja eigentlich grottig ist für Italien, würde ich mal behaupten. Oh. Ja, er verliert auf jeden Fall immer weiter Boden an uns. Was mir natürlich sehr gut gefällt. Sieben Runden haben wir schon geschafft. Die Zeit vergeht. Jetzt sollen wir nämlich in die Box fahren. Ah, also ich würde das gerne noch probieren, noch eine Runde weiter zu fahren. Ich bin ein bisschen früh gebremst. Jetzt ist er wieder ganz nah dran, ne? Also... Schon wieder aufgeholt, der liebe Hamilton. Vielleicht zum Anfang der letzten Runde. Ah, soll ich jetzt nochmal eine Runde warten? Wenn ich jetzt 9 Runden fahre, dann müsste ich mit den anderen 11 Runden fahren. Dann hätte ich, also wenn ich in den 9. komme, dann 20. dann hätte ich nochmal 7 Runden. Das müsste doch passen. Ich fahre jetzt einfach noch eine Runde und gehe dann erst rein. Und dann müsste das eigentlich passen mit einmal hart und zweimal weich. Weil ich dann ja jetzt hier 9 Runden damit gefahren wäre mit diesen Reifen. Dann würde ich 11 Runden mit den anderen fahren und dann nochmal 7 Runden. Da sind das ja nur noch. Also das ist... Wir machen das jetzt einfach. Wir fahren nächste Runde rein, also diese Runde rein. Holen uns die harten Reifen und dann am Ende probieren wir nochmal auf. Weich. Okay. Dann probieren wir das am Ende nochmal mit den weichen Reifen. Hamilton hat jetzt gewechselt auf die harten Reifen, auf die Prime Tires. Muss ich mir jetzt, wie gesagt, merken, dass ich am Ende nochmal auf Option gehen will. Auf Spec. Ja, auf Spec 5 Sekunden hinter uns. Der wird natürlich jetzt auch in die Box gehen. Direkt hinter uns. Dann ist die Frage, ob wir Zeit auf Hamilton verloren haben, dadurch, dass er jetzt neue Reifen hat. Ist natürlich möglich. Ja, Box, Box, Box. Pit confirm. Jetzt hilft es auch nicht mehr, die Hinterreifen zu wärmen.
Jetzt geht's nämlich in die Box. Einmal diese Kurve hier noch. So, schon mal noch leicht verbremst. Und da geht's rein. Und da kommt Rosberg direkt hinter uns. Was bekommt er? Sehe ich leider nicht. Kann ich leider nicht sehen, was er für Reifen hat. Okay. Das war mir natürlich klar. Ich würde lieber wissen, was Rosberg für Reifen hat. Aber gut. Wir ziehen das noch auf optimal. Sehr gut. Wir haben sogar Vorsprung gewonnen. Und Rosberg hat Hamilton überholt. Mit der Boxenstopp. Wobei das dann ganz schön Kampf mit den beiden geben wird. Hamilton hat natürlich schon wärmere Reifen. Aber es liegt halt auch daran, was für Reifen jetzt Rosberg bekommen hat, ob er weiche oder harte bekommen hat. Das wurde mir leider nicht gesagt. Das wäre allerdings eine durchaus wichtige Information für mich. Aber es ist egal, der Abstand scheint sich noch zu vergrößern. Die scheinen miteinander zu kämpfen. Die sind da auch in einem Abschnitt 0,1 Sekunde hier. Also sind quasi nebeneinander. Und wenn sich die beiden duellieren, ist das natürlich gut für mich. 17 Sekunden hat uns ja, noch ein bisschen mehr als hat uns der Boxenstopp gekostet. Denn es war ja natürlich auch der Runde davor noch ein bisschen weniger, aber naja. So, keep warming the tires. Also sie werden auch nicht warm. Aber gut, bisher hat es ja auch geklappt. Und wir sind hier mit harten Reifen unterwegs und haben trotzdem eine absolute Bestzeit hier im ersten Sektor geschafft. Gut, das Auto wird natürlich auch leichter, das darf man auch nicht vergessen. Sieht natürlich viel aus und wir haben neue Reifen. Aber es sind halt nicht die schnellen Reifen. Sagt er mir, soll ich reinkommen? Das werde ich nicht tun. Ich werde erst in 20 reinkommen. Oder frühestens in 19. 19 sollte eigentlich auch gehen. Und dann kann ich mich auf weich wechseln. Das sollte definitiv funktionieren. 11 Sekunden Vorsprung haben wir jetzt. Das war alles ganz gut, aber noch ist nicht mal Halbzeit. Das heißt, es kann noch sehr viel passieren. Ein Safety Car und alles ist wieder dahin, der ganze Vorsprung. In 3 Runden wird Rosberg stoppen, dann hat er aber die Weichen, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Uah! Da lag ein Frontflügel. Den ich leider voll überfahren habe. Zum Glück hat mir das keinen Schaden zugefügt. Jetzt sind nur meine Reifen kalt. Gott. Und dreckig. Das wird uns Zeit kosten. So, ich hoffe, jetzt hatte ich mich hier wieder gefangen. Ah, es wird aber schon eingeblendet, dass unsere Reifen zu kalt sind. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, jetzt wird es von selbst wieder ausgeblendet. Das heißt, es wird vermutlich jetzt wieder in Ordnung sein. 4 Sekunden hat uns das Ganze gekostet hier. Der ganze Spaß mit dem Rumschlittern.
Prospekt kann sich da halten. Und immer wieder blendet er sich hier von selber ein. Das ist immer kein gutes Zeichen. Autos wieder auf die Strecke, die mich hoffentlich überrunden lassen. Ja, das war ganz okay von Ericsson. Er ist leider ein bisschen nach links gezogen. Am Grund hat er die Kurve auch nicht bekommen, muss man auch sagen. Wobei ich mich frage, was die so machen, dass die jetzt schon eine ganze Runde zurück sind. Aber gut, da kann natürlich sein, dass er das war hier, der den Frontflügel da verloren hatte. Das ist sogar sehr gut möglich. Bemerkenswerterweise hat ein Stewart den ganzen Frontflügel da weggeräumt und keinen Safety Car rausgeholt. Ich denke, echt wäre da ein Safety Car gekommen, wenn da so ein Frontflügel mitten auf der Straße gelegen hätte. Aber es sind auch noch alle Fahrer drin. 18 Wagen sind noch drin. Fahren dann nur mit 18 ohne Man of Russia. Und das war jetzt kein Corner-Cutting. Also manchmal verstehe ich diese Regelung nicht. Weil da hätte ich es nun absolut akzeptiert, wenn er mir gesagt hätte, das wäre Corner-Cutting gewesen. Hat aber nicht.